Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der ikonischen Handlungswendungen in Gaming. In dieser Liste werden wir uns einige der berühmtesten Handlungswendungen ansehen, über die noch heute gesprochen wird. You smell like... Are you? It has to be. Platz 10. Wesker arbeitet für Umbrella, Resident Evil. Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... Sicher, dieser blonde Trottel hat sich im Laufe der Jahre als einer der größten Bösewichte der Serie etabliert, aber es gab eine Zeit, in der die Spieler ihn als Freund und Mentor betrachteten. Im Originalspiel wird er als dein kommandierender Offizier bei S.T.A.R.S. eingeführt, bevor er die Bombe platzen lässt, dass er von Anfang an für die Umbrella Corporation gearbeitet hat. Now you're wrong. I was formerly with Umbrella, yes. And now I'm prepared to face even getting rid of you vigilante S.T.A.R.S. In Chills Geschichte hat Wesker auch Teamkollege Barry erpresst, als sein Handlanger zu arbeiten. Er ist nicht nur der Doppelagent, vor dem du immer gewarnt wurdest, sondern er hat seine Agenten als Versuchskaninchen für Umbrellas verdrehte Experimente benutzt. Er wird scheinbar kurz vor dem letzten Bosskampf des Spielers getötet, aber wenn wir etwas gelernt haben, dann dass die besten Bösewichte nicht lange tot bleiben. Don't come this way! No! Platz 9. Die Regierung bricht ihr Wort. Red Dead Redemption. Well, old man. Looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. Eine brutale Erinnerung daran, dass sich Verbrechen nicht auszahlt. In der Rolle des Cowboys John Marston wirst du von der Regierung beauftragt, deine alte Bande von Gesetzlosen aufzuspüren und hinzurichten, im Austausch für Immunität. Am Ende kehrst du zu deiner Familie zurück und alles scheint in Ordnung zu sein, bis du dein neues Leben als Farmbesitzer beginnen kannst. Doch leider wird dir das versprochene Happy End mit deiner Familie verwehrt, als das Gesetz auf deiner Farm auftaucht. Das führt zu einer Schießerei, bei der es keinen Ausweg gibt und du gezwungen bist, Johns blutiger Hinrichtung durch eine Schießerei Kommando beizuwohnen. Dies führt dazu, dass du Jahre später in die Rolle seines Sohnes Jack schlüpfst, um in deiner letzten Mission Rache zu üben, wie der Vater, so der Sohn. Platz 8. Colonel Conrad war in deinem Kopf. Spec Ops The Line. Now that you're here, I want to ask you a question. What did you think when you arrived in Dubai? When you'd seen what I had done, did you think it the work of a madman? Während du Walkers Aufklärungsmission im kriegsgebeutelten Dubai durchspielst, hältst du Funkkontakt zu deinem Vorgänger Colonel Conrad, dessen Notruf dich zum Handeln auffordert. Es ist klar, dass Gewalt den Geist des in Ungnade gefallenen Colonels vergiftet hat und dass du Gefahr läufst, ihm auf denselben dunklen Weg zu folgen. No matter how hard I tried, I never could escape the reality of what happened here. That was my downfall. Aber als Walker Conrads Leiche auf der Spitze des Turms findet, nachdem er sich selbst erschossen hat, dämmert einem das Grauen der Wahrheit. Die Schuld, die er dem Spieler einredet, kam die ganze Zeit aus Walkers Kopf. Der Spieler muss nun entscheiden, ob er mit seinen Taten leben oder wie Conrad sterben will. It takes a strong man to deny what's in front of him. Stronger than you were. Platz 7. James hat seine Frau ermordet. Silent Hill 2. This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. In den düsteren Straßen von Silent Hill suchst du nach deiner längst totgeglaubten Frau Mary. Die Hoffnung, dass deine Frau noch am Leben ist, treibt dich an, während du auf deiner Reise gequälten Seelen, verlorenen Gefährten und pyramidenköpfigen Monstern begegnest, die von einer eigensinnigen Doppelgängerin deiner Frau, genannt Maria, heimgesucht werden. Aber Happy Ends passen nicht gut zum Horror. Die Wiederbeschaffung eines Videobandes ist der Wendepunkt in der Geschichte und du entdeckst nicht nur, dass Maria wirklich tot ist, sondern auch, dass du derjenige warst, der sie getötet hat. Ob es ein Akt der Barmherzigkeit für seinen sterbenden Ehepartner war oder ein verzweifelter Versuch, sein Leben zurückzubekommen, bleibt unklar. Aber die quälende Wahrheit ist Gewissheit genug. I killed her. Platz 6. Der Kuchen war eine Lüge. Portal. Place the device on the ground, then lie on your stomach with your arms at your sides.
Dieses kreative Rätselspiel versetzt sich in die elegante und saubere Wissenschaftseinrichtung von Aperture und gibt dir eine Portalkanone, mit der du die verschiedenen Hindernisparcours durchqueren kannst, die die Chef-KI GLaDOS aufstellt, um dich zu testen. Und das alles mit dem Versprechen einer köstlichen, saftigen Belohnung am Ende. Man hat das ganze Spiel über das unheimliche Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Und der Verdacht bestätigt sich, wenn man nach dem letzten Test nicht auf eine Party, sondern in die Verbrennung geschickt wird. Congratulations, the test is now over. All Aperture Technologies remain safely operational up to 4000 degrees Kelvin. Nach diesem knappen Entkommen greift die KI zu allen Mitteln, um dich davon abzuhalten, durch die heruntergekommenen Nischen der Anlage in die Freiheit zu rennen. Aber mal ehrlich, waren intelligente Roboter jemals eine gute Nachricht? So you found me. Congratulations. Was it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Platz 5. Du warst der Bösewicht. Braid. Was als typischer Rette-das-Mädchen-Plattformer beginnt, entwickelt sich zu etwas viel komplexerem und bedeutungsvollerem. Als schuldbeladener Tim begibst du dich auf eine Reise, um die Prinzessin vor Schaden zu bewahren, wobei du eine begrenzte Fähigkeit nutzt, den Zeitfluss anzuhalten, zu verbiegen und sogar umzukehren, um dir bei der Suche zu helfen. Erst als du ihr hilfst, einem bösen Ritter zu entkommen, bist du gezwungen, die Rückspulmechanik zu aktivieren und musst feststellen, dass deine Geliebte in Wirklichkeit vor dir, dem wahren Bösewicht, in die Arme ihres Helden in glänzender Rüstung flieht. Die Bedeutung des Spiels wird im Epilog noch weiter vertieft, indem Tims Identität als Wissenschaftler des Manhattan-Projekts und als Vater der Atombombe angedeutet wird. Platz 4. In diesem Spiel bist du nicht Solid Snake. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker, after he blew it sky high. Snake wird vermutlich nach dem ersten Level getötet und im weiteren Verlauf tauschst du den Lieblingshelden der Fans gegen den ehemaligen Kindersoldaten und neuen Foxhound-Rekruten Raiden aus. Der jüngere und weniger erfahrene Raiden tritt in große Fußstapfen und soll die Terroristengruppe Sons of Liberty unter der Führung eines anderen Big Boss-Klons namens Solidus Snake zur Strecke bringen. Natürlich stellt sich später im Spiel heraus, dass der echte Snake noch am Leben ist und sich als Plissken ausgibt, eine Anspielung auf seine Kurt Russell-Inspiration. Iroquois Plissken, Lieutenant Junior Gray. Aber für Spieler, die das Spiel zum ersten Mal durchspielen, schien es, als sei ihr gefallener Held in einer riskanten, kreativen Entscheidung wirklich für immer getötet worden. Trotz der Qualität des Spiels hat diese überraschende Änderung viele Fans verärgert. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Platz 3. Der Verrat von Shepard. Call of Duty Modern Warfare 2. Granted. Soap and I will take the boneyard in Afghanistan. Very well. We will cut off all avenues of escape. This ends now. Als Sergeant Roach der Task Force 141 bist du mit vielen ausländischen Gefahren auf der ganzen Welt konfrontiert und übersiehst dabei die inländische, die direkt vor deiner Nase lauert. Gegen Ende der Kampagne, als du deinem treuen Vorgesetzten eine DSM übergibst, bemerkt Shepard, dass er noch eine Sache zu erledigen hat, bevor er dich und Ghost erschießt. Überwältigt kannst du nur noch die Steuerung weglegen und zusehen, wie dein Anführer und deine Truppe deine Leiche in Brand stecken, um dann über die hinterhältige Brutalität des Ganzen nachzudenken. Die Sequenz wird eindringlich von den Funksprüchen von Price begleitet, der dich davor warnt, Shepard zu vertrauen. Im weiteren Verlauf übernimmt der Spieler die Kontrolle über Captain Soap und begibt sich auf eine Mission der Vergeltung gegen den verräterischen General. Und so wurde das Vertrauen von 1 Million bewaffneter Spieler erschüttert. Platz 2. Du warst die ganze Zeit Darth Revan, Star Wars Knights of the Old Republic. Is it vengeance you seek at this reunion? What? You mean you don't know?
In einer Wendung, die selbst Darth Vader vor Neid erblassen lassen würde, beginnst du dieses Star Wars Rollenspiel als blutiger Anfänger der Republik und beendest es als einer der gefürchtetsten Sith Lords aller Zeiten. Während deiner Reise gegen Darth Maleks bösartige Sith Armada hörst du Legenden über seinen Meister Darth Revan, nur um zu entdecken, dass du einst der tyrannische Eroberer warst, bevor Amnesie dich zu den Jedi zwang, die deinen Geist neu programmierten. Gefallene Helden und Schurken sind im Star Wars Universum nicht gerade neu, ebenso wenig wie dubiose Jedi-Räte, aber das haben die Fans nicht von einem Spiel erwartet, das als einfaches Zusatzspiel gedacht war. Wie es mit Revan weitergeht, bleibt dir überlassen. Wähle weise. No, Bastila, he's too strong. No! Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Scott Shelby, der Origami-Killer, Heavy Rain. Kessler ist der zukünftige Cole, Infamous. My brain lurched, unable to accept that Kessler and I were the same person. Haytham war ein Templer, Assassin's Creed 3. Give me your hand. You are a Templar. Wanda war das Monster, Shadow of the Colossus. Sam hat gelogen. Uncharted 4, A Thief's End. Oh, Sam. Jesus, no, no. Listen, Avery's treasure was ours. It was always ours. I left my life for you. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Wärst du so freundlich? BioShock. Was there really a family? Did that airplane crash? Or was it hijacked? Dieses Steampunk-Abenteuer führt dich durch die Stadt Rapture auf dem Meeresgrund, die du mit Hilfe des geheimnisvollen Mannes Atlas aus der Gewalt von Andrew Ryan befreien willst. Tief in der Geschichte kommt der berüchtigte Knackpunkt, als du Ryans Büro erreichst. Du erfährst nicht nur, dass er dein unehelicher Vater ist, sondern auch, dass Atlas dich durch Gedankenkontrolle hypnotisiert hat, damit du die Aufgaben des Spiels bis zu diesem Punkt erledigst, herbeigeführt durch den Auslöser, der jedem Ziel vorangestellt ist. Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the... In einer schockierenden Demonstration der Programmierung lässt Ryan dich ihn mit einem Golfschläger zu Tode prügeln, sodass du deinen ehemaligen Puppenspieler ins Visier nehmen kannst. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.